Ey, sag mal, was macht deinen Kanal eigentlich aus? Leute, Frauen in Jacken, Mädchen in Jacken, Anime-Girls in Jacken. Wann hört dieser Terror endlich auf? Ich kann das bald nicht mehr. Ich halte das nicht mehr aus. Alter, was ein Schrott. Findest du Jacken jetzt scheiße oder? Also ja, aber eigentlich nicht. Die guten Zeiten. Eine Synchronsprecherin in ihrer personalisierten Trainingsjacke im Jahr 2024. Text. Bench Fallenegg. Die legendärste Jacke der Geschichte. Kennt noch jemand Mirko von Schlieffen? Summer in Berlin, aber in geil. Wie ihr schon sehen könnt, bin ich hier gerade im Urlaub und seid froh, dass dieses Jahr ein Urlaubsvlog kommt. Dafür wird die nächsten 5 Jahre keiner kommen. Langweilig, 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 langweilig. Hurra! Ein detaillierter Reißverschluss! Ralf Guske an den akustischen Drums, ein Gott. Die Jacke ist von 2013. Hallo? Hey Leute, ich bin hier gerade auf einem Berg, weil dieser Anime voller Jacken ist. 10 Tracks. Mehr nicht. Random Katze. Schiller macht endlich wieder geile Musik. Eine über 30-minütige Sammlung an Szenen in Anime, wo Anime-Girls Jacken an- oder ausziehen. Das reicht für unendliche Folgen, um darüber zu reden. Allerdings kommt halt nur eine Folge pro Jahr raus. Das wäre eine perfekte Box gewesen. Aber das Konzert ist scheiße. Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der schrecklichen Jackenshow und heute reden wir über Jacken. Wer hätt's gedacht? Was soll das eigentlich? An dieser Stelle mal ein Ausschnitt aus einem 6 Jahre alten Video, das ihr bestimmt noch nicht gesehen habt, mit einem Insider-Joke, den ihr bestimmt noch nicht kennt, aber ich mache ja schon seit 8 Jahren YouTube. Er geht nicht auf! Die guten Zeiten. Das ist ein Mesugaki. Das ist ein Charakter, der ursprünglich dafür designt wurde, andere submissive Menschen zu verführen. Und jetzt packen die den ganz offiziell im Pokémon-Anime rein. Und sie haben noch nicht mehr die Scheu davor, das zu verstecken. Texte. Findest du es nicht gut, dass sie jetzt diesen Charakter nehmen und in dem Anime entsexualisieren? Also nein, aber eigentlich ja. Metropolis. Was ein Scheiß. So viel Jacken-Content, ich ersticke hier. Hilfe! Regst du dich jetzt da wirklich drüber auf? Ja, aber eigentlich nicht. Habt ihr es jetzt verstanden? Wo sind die Texte? Wieso kriegen sie diese Outfits für nur ein einziges Mal in ihrem Leben? Holy shit. Wehe, ihr zeichnet Trainingsjacken ohne Querlinien und mit abgerundeten Ecken, dann denk ich nämlich, das sind Fließjacken.
Ah, hey, guck mal! Texte! Wie sehr wollen die meinen Schwachpunkt eigentlich treffen? Warum ist Everything nicht auf der CD? Ich hab mal wieder Anime-Merch bestellt. Und das ist dieses Mal dieser tolle Acrylständer von Nino Nakano. Diese Figur von Rem. Diese Figur von Ruby Kurosawa. Warum bestelle ich mir überhaupt sowas? Heute ändert sich mal wieder etwas in meinem Zimmer. Und zwar steht diese Kiste jetzt nicht mehr auf der Fensterbank, sondern hier im Regal. Blue Archive? Nein, ich spiele kein Blue Archive. Nein. Das, keine Ahnung, was ist das überhaupt? For full credits, please visit chillermusic.com/illuminate. Geiler Gag. Warte mal, ist das nicht das Schlusswort von Schiller? Psst.